Ja, das ist wirklich erstaunlich. Also großes Kompliment an die Jungs. Also wir hatten jetzt nicht den Moment, wo wir gesagt haben, okay, stopp, das müssen wir nochmal machen, sondern wir konnten wirklich sukzessive unsere Schritte weitergehen. Deshalb bin ich mit dem Lernfortschritt und den Inhalten, die wir hier durchgebracht haben, extrem, extrem zufrieden. Wir haben sehr viel trainiert, wir haben sehr viele Grundlagen schaffen können im konditionellen Bereich, aber auch aus meiner Sicht im taktischen Bereich. Haben natürlich die ein oder andere Kleinigkeit, die nicht optimal war. Die Verletzung von Aaron ist etwas, was uns ein bisschen wehtut, aber ansonsten haben ganz, ganz viele Stammspieler oder potenzielle Stammspieler alle Einheiten machen können, allen Input mitnehmen können. Wir haben extrem gut gearbeitet, die Jungs haben bis zum letzten Moment sehr gut durchgezogen und von daher fällt mein Fazit überwiegend positiv aus. Für die Spieler war nicht ganz so viel neu. Dass jetzt ein Zelt neben Platz steht, okay, aber auch in Bremen machen wir Analysen nah am Spielfeld, die sind halt in der Kabine. Und die Art und Weise des Trainings sind bei uns typische Donnerstagstrainings, wenn wir uns auf die Spiele vorbereiten. Das heißt, was jetzt vielleicht auffällig war, war letztendlich für euch, dass es so geballt war und das ist natürlich auch für die Spieler eine andere Phase als in der Saison, wo sowas ein- bis zweimal die Woche stattfindet. Hier findet es halt in jedem Training statt. Aber wie ich immer schon gesagt habe, es geht um taktische Grundlagen, es geht um konditionelle Grundlagen und es geht auch darum, diese Art und Weise von Training immer wieder zu lernen, weil mir ist klar, dass das eine gewisse Ermüdung nach sich zieht, auch im Kopf, aber ich glaube, wir haben ein gutes Mittelmaß zwischen Input, aber auch immer wieder Regeneration hinbekommen, sowohl im Kopf als auch für die Beine und ich halte mich dran, es wird jetzt auch Phasen geben in dieser Vorbereitung, wo sie Jungs auch freikriegen, was vielleicht dann auch nicht eine typische Vorbereitung im eigentlichen Sinne ist, wo sie auch mal 2 Tage jetzt noch mal frei haben nach dem Block jetzt zum Beispiel und ich mache mir da wenig Sorgen, weil ich mir auch immer sehr viel Feedback hole von den Führungsspielern und aber auch von den jungen Spielern, weil jetzt nur mit den älteren Spielern zu reden, die das schon kennen, das wäre vielleicht auch der falsche Weg, sondern ich spreche dann auch mal mit dem Fridolin Wagner oder mit dem Manuel Mbom, für die das halt wahrscheinlich sehr neu ist und mein Gefühl ist, dass sie schon Phasen haben, wo sie sich extrem konzentrieren müssen, weil sie auch vom Kopf wach bleiben müssen, aber genau das will ich. Ich will ja auch, dass wir in der 88. Minute noch wach sind im Kopf. Von daher bin ich da von diesem Weg vollständig überzeugt und bislang ist mein Gefühl, sind die Spieler das auch. Ja, Martin war sofort drin. Also er hat es ja auch selber gesagt, es war für ihn ein bisschen wie nach Hause kommen und das hat man auch vom ersten Moment an gemerkt. Martin trägt diese Motivation in sich, vielleicht ja auch ein bisschen im Herbst seiner Karriere jetzt nochmal mit Werder Bremen was Großes zu erreichen und da schließt sich auch der Kreis für ihn und er ist extrem leistungsbereit und hilft der Mannschaft, ist in gewissen Phasen jetzt schon regulativ im positiven Sinne, weil er einfach unheimlich viel erlebt hat in seiner Karriere schon und hat sich sowohl sportlich als auch menschlich extrem gut eingefügt und ist definitiv auf dem Weg zu einem Führungsspieler bei uns. Kevin Möwald würde ich ähnlich sehen von einem sportlichen Einfügen, nimmt schon sehr viele Dinge an, ist für ihn ein bisschen eine Veränderung, sehr der Positionsaufgaben auf der 8, ich sehe ihn auch teilweise auf der 6, gerade wenn wir Dreierkette spielen. Das hat sich natürlich etwas verändert im Vergleich zu seiner vorherigen Station, aber Kevin ist unheimlich lernwillig, ein extrem positiver Typ. Ich habe ihn noch nicht ohne Lächeln gesehen, auch nach jeder Einheit und auch da bin ich sehr zufrieden. Felix Bemo hat schon einen kleinen Moment damit zu kämpfen gehabt, dass das Tempo etwas höher ist, kommt von Einheit zu Einheit besser rein, zeigt immer mehr, welche athletische Fähigkeiten auch in ihm stecken. Das war auch einer der Gründe, warum wir ihn für diese Position geholt haben. Es ist gerade heute Morgen nochmal auch in einer der letzten Einheiten, gestern hatten wir so einen kleinen Peak und heute Morgen dann auch nochmal extrem viele Laufmeter gemacht. Dazu ein gutes Verständnis, wie er sich taktisch verhalten muss. Manchmal noch im Entscheidungsverhalten Probleme, aber das ist einfach der Umstellung aus Schweden nach Deutschland geschuldet und grundsätzlich sehr zufrieden. Dazu kommt, dass alle Neuzugänge jede Einheit mitmachen konnten. Das ist auch sehr wichtig, dass sie einfach das immer wieder mitnehmen. Und dann gibt es mit Jan-Niklas Beste ja noch jemanden, der eher als Perspektivspieler erstmal gekommen ist, der aber hier in diesem Trainingslager, das muss ich ganz deutlich sagen, aufgezeigt hat, welche Möglichkeiten in ihm stecken. Und von daher weiß er auch, dass er körperlich natürlich von der Robustheit her noch einiges aufholen muss, aber vom spielerischen Level ist er schon sehr weit vorne mit dabei. Niklas Moisander hat mich überrascht, weil ich finde, ich versuche oder ich gebe auch den erfahrenen Spielern durchaus die Möglichkeiten oder nicht nur Niklas, aber ich nehme Niklas mal beispielhaft für die Gruppe Theo, Basti, Max, Martin. Die Jungs, die hatten immer mal wieder das Angebot von mir, Jungs, wenn ihr mal eine Einheit braucht, wo ihr mal am Pool liegt und nicht auf dem Platz seid, dann sehr gerne. Aber das spricht für diese Mannschaft, es wollte gar keiner. Die wollten alle, auch wenn sie sich gequält haben, auch die Älteren, sie waren immer wieder dabei und wollten die Läufe. Dann gehe ich nochmal zu ihm hin und sage, komm, ein weniger für dich, ja, du bist...
bist schon im gewissen Alter, du hast schon einiges erreicht, das wäre völlig okay vom Status, aber nein, die Jungs ziehen das durch und das gibt mir ein sehr gutes Gefühl, weil ich habe das Gefühl, dass ich hier eine Mannschaft hatte, die unbedingt was erreichen möchte. Wie hast du diese Atmosphäre hier, die Fans, wie hast du das alles aufgesogen um dich herum? Hat das manchmal abgelenkt und manchmal genervt, wenn sie ein bisschen freigetreten hat? Na, genervt. Auch was ganz Besonderes, was du hier erlebst. Ja, das was ganz Besonderes auf jeden Fall. Genervt hat es nicht. Also ich meine, klar, so im Durchschnitt habe ich so eine halbe bis dreiviertel Stunde gebraucht nach jedem Training, um nach Hause zu kommen, also ins Hotel zu kommen. Aber ich war ja schon zweimal hier und ich fand es diesmal noch beeindruckender. Also ich habe irgendwo gehört, es waren nahezu 500 registrierte Fans und gefühlt waren es noch mehr. Und es ist einfach auch dieses Gefühl zu haben, die Fans, die waren extrem positiv. Sie haben sich gefreut, so nah dran zu kommen. Und ich glaube, das muss für einen Verein für Werder Bremen auch so sein, ein Stück weit anfassbar zu sein. Und ich habe es extrem genossen, diese Atmosphäre hier, weil jedes Training war irgendwie schon auch, war auch ein bisschen was Besonderes. Und von daher, ich finde das Zillertal wunderbar. Wir hatten wieder Glück mit dem Wetter. Die Bedingungen sind super und die Fans waren höflich, waren im richtigen Moment zurückhaltend und sehr positiv unterstützend. Von daher fand ich das sehr angenehm.